Hallo ihr da draußen und ich freue mich, euch mal wieder herzlich begrüßen zu dürfen zu einem neuen Video von uns. Heute geht es in eine geschichtsträchtige Villa. Bleibt auf jeden Fall eingeschaltet, denn es wird interessant. Bis gleich! Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute nehmen wir euch mit in die ehemalige Michler Villa. Das Gebäude selbst ist laut Denkmalschutzliste um 1913 erbaut. Andere Quellen sprechen allerdings hier von 1910 oder vielleicht sogar noch älter. Also irgendwo zwischen 1900 und 1913 wird das Gebäude wohl hier errichtet worden sein. Neben diesem Gebäude und dem ziemlich weitläufigen, zugewachsenen Grundstück gibt es auch noch eine Art Herrenhaus mit Garage, etwa 20-30 Meter hinter der eigentlichen Anlage hier. In welchem Zusammenhang das steht, ob es dazugehört, wann es errichtet wurde, ist allerdings gar nichts bekannt. Das recht große Anwesen in Leutsch, und da mache ich keinen großen Hehl drum, befindet sich an einer stark befahrenen Straße und wer häufig in die Innenstadt muss und über Leutsch fährt, der wird an diesem Objekt schon mehrfach dran vorbeigekommen sein. Gerade im Winter fällt es sehr auf, im Sommer ist es so zugewachsen, dass man es als Autofahrer wohl kaum wahrnehmen wird. Befassen wir uns aber zunächst erstmal mit der Geschichte des Objektes. 1913, hatte ich ja bereits gesagt, ist es vermutlich gebaut worden und der erste Besitzer, der hier eingetragen wurde, war eine gewisse Frau Jakob, die das Gebäude 1919 wiederum verkaufte an einen Fabrikbesitzer namens Karl Brunn. Karl Brunn vermietete dann die Wohnungen aus diesem Objekt unter anderem an einen Herrn Michler. Karl Hermann Michler hatte also ein Jahr zuvor schon in der Anlage gewohnt und kaufte dann die komplette Villa von Herrn Brunn ab. Aber wer war eigentlich Herr Michler? Bei dem Besitzer des besagten Domizils handelte es sich um den Gießereiingenieur Karl Hermann Michler, welcher im Februar 1914, erst 25-jährig, in die Geschäftsleitung der Gießerei Edmund Becker und Co. eintrat. Edmund Becker und Co. ist eine Gießerei gewesen, die dort stand, wo heute die Leutsch-Arkaden sind. Also wo wir in Leutsch den Rewe finden und auch verschiedene andere Einkaufsmöglichkeiten haben. Er war Edmund Beckers zweiter Schwiegersohn und übernahm dort die technische Leitung des Betriebes. Der erste Schwiegersohn war Diplomkaufmann Ernst Hertwig. Er hatte dort schon seit 1911 die kaufmännische Leitung inne. Und jetzt kommt natürlich der interessante Teil, denn neben seinen Aktivitäten in der Gussbranche meinte Karl Michler sich auch noch um die Interessen von Angehörigen aus Panama kümmern zu müssen. In diesem Zusammenhang steht auch eine hier angegebene Reise mit der Columbus im Jahr 1928. Er reiste hier erster Klasse mit der norddeutschen Lloyd-Gesellschaft. Plauderstunde in Michlers Villa zu Angelegenheiten rund um das lateinamerikanische Land waren täglich, außer sonntags, von 9 bis 10 Uhr. Zuvor befand sich das Konsulat von Panama in der Nonnenmühlgasse 6 und wurde dort von Dr. Otto Lutz geleitet. Ab spätestens Ende 1927 war es dann in Leutsch unter der Regie von Konsul Karl Michler zu finden. Somit ist das Ganze wieder dem Volksmund zu verdanken, dass man hier von der Michler Villa spricht.
Deutsch war damals übrigens noch nicht zu Leipzig zählend und war noch selbstständig. Erst 1922 erfolgte dann die Eingemeindung. Seine Tätigkeiten als Konsul führte er bis 1943 fort. Was nach 1945 mit ihm geschehen ist, ist allerdings nicht bekannt. Danach verliert sich so seine Spur. Also kann man davon ausgehen, dass man bis Anfang der 40er Jahre hier die Räumlichkeit nicht nur als Wohnung, sondern auch als Konsulat genutzt hatte. Mehrfach konnten wir die Villa besuchen und der Zustand ist mittlerweile desaströs. Viele Räume sind, wo wir zu Anfang noch reingehen konnten, mittlerweile nicht mehr betretbar, geschweige denn sind sie überhaupt noch vorhanden. In einem Teil sind die Decken komplett durchgebrochen bis runter ins Erdgeschoss. Unten liegt ein riesiger Schutthaufen, man kommt nicht mal mehr reingelaufen. Auch das Treppenhaus ist anfangs noch bis hoch in den Dachboden begehbar gewesen. Das zeigen auch die Aufnahmen hier. Wir konnten tatsächlich noch den Dachboden von oben filmen. Mittlerweile kommt man nicht mehr ins zweite Obergeschoss. Selbst das erste Obergeschoss ist nicht mehr betretbar, denn dort liegt die Treppe im Weg und es gibt nur eine Treppe ins erste Obergeschoss. Grund dafür war ein Dachstuhlbrand 2011, der dafür sorgte, dass der Verfall in riesigen Schritten hier durch das Haus marschierte. Mittlerweile ist auch das Fundament abgesenkt an einer Stelle, sodass es wirklich sehr, sehr schwierig wird, das Haus zu erhalten. Allerdings liest man auch nie was von seitens der Stadt, dass man das Gebäude kaufen kann. 1998 kam es hier auch zu einem Leichenfund. Also man hatte hier einen Obdachlosen gefunden. Vermutlich einen Obdachlosen, das ist nicht so ganz klar, denn auch hier fehlen wieder die Quellen aus den späten 90er Jahren. Ja, mit diesen schaurig schönen Bildern verabschieden wir uns von diesem Video. Seid auf jeden Fall gespannt, denn es kommt nach wie vor immer wieder mehr. Klickt mal in unsere anderen Videos rein, denn da wartet auch noch interessantes Zeug auf euch. Wie man hier abonnieren kann, wisst ihr ja. Und ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis bald.